Einen wundervollen guten Morgen, ihr digitalen Tomatenromanen. Schön, euch wieder zu sehen. Und um eine alte Tradition wieder aufleben zu lassen, habe ich heute endlich mal wieder die Tomate im Video am Start. Denn ich habe gesehen, in letzter Zeit schauen viele von euch so unsere alten Videos. Sehr, sehr schön zu sehen, dass ihr anscheinend mit den ganzen Tomatenshow-Videos durch seid und jetzt euch langsam ins Archiv vorwagt. Wir haben ja ganz viele Videos auf Gran Canaria gemacht. Und da hatte ich ja immer die Tomate am Start. Deswegen dachte ich mir, heute holen wir mal wieder eine. Und um heute mal so ein bisschen wieder mal was anderes zu machen, dachte ich mir, heute fangen wir direkt mit dem Content-Part mal an. Das passt mir nämlich in meinen täglichen, in meinen heutigen Ablauf eigentlich ganz gut rein. Und ja, man soll ja immer mal was Neues ausprobieren, sage ich ja immer wieder. Und deswegen legen wir heute direkt mal so richtig los. Und ihr wisst es, ich nehme für die Videos sehr gerne Themen, die bei mir gerade selbst aktuell sind, zu denen ich genau gerade einen Bezug habe, weil mir dieses Video natürlich auch dabei hilft, besser selbst damit klarzukommen. Und deswegen möchte ich heute gerne mal darüber sprechen, warum es so wichtig ist, nicht nur einen Bereich seines Lebens am Start zu haben und da richtig Gas zu geben und da richtig ranzuklotzen und richtig gut drin zu sein und richtig Erfolge zu haben, sondern es ist auch wichtig, eine Balance zu haben und auch die anderen Bereiche seines Lebens auch sehr gut ausgeprägt zu haben, weil ja, das birgt einige Probleme, wenn man nur in einem Bereich so richtig all in geht. Ich merke das bei mir selbst, ich tendiere immer dazu, mich sehr stark jetzt auf den Kanal und auf das Business und auf diesen Aspekt zu konzentrieren und dann so ein bisschen das andere in meinem Leben hinten runterfallen zu lassen. Und das ist aus meiner eigenen Erfahrung aber super schlecht. Und deswegen muss ich da immer so ein bisschen gegensteuern. Denn ganz ehrlich, wem nützt es denn was, wenn ihr jetzt ein fettes Business aufgebaut habt und da super viel Kohle verdient und dann in irgendeinem fetten Haus sitzt und ein Auto vor der Tür stehen habt und die ganze Zeit am Reisen seid und aber die anderen Bereiche eures Lebens vernachlässigt habt, euren Körper vernachlässigt habt, irgendwie eine crappige Ernährung am Start habt, keinen Sport macht, Beziehung nicht für euch gelöst habt und irgendwie euch mit euren Freunden verkracht habt und in Sachen romantische Beziehung läuft es auch überhaupt gar nicht. Und ihr Lieben, dann habt ihr einfach überhaupt nichts gekonnt. Meiner Meinung nach ist das nicht die Definition von einem guten Leben, so richtig in einem Bereich all in zu sein. Oder auch genau andersrum. Es gibt auch die Leute, die sagen so, ja, ich bin so richtig hier Fitness und Ernährung und da bin ich so richtig dabei. Und die haben den fettesten Körper überhaupt, aber die haben die ganze Zeit Geldsorgen. Und es läuft bei denen einfach finanziell und businesstechnisch überhaupt gar nicht. Das ist genauso schädlich. Oder die Leute, die sagen so, oh, meine Freunde sind mir das Allerwichtigste und alles andere ist mir egal. Die schleppen sich durch ihren Tag und sind irgendwie ungesund und stopfen all möglichen Müll in sich hinein. Und Kohle haben sie auch nicht, chronisch pleite. Aber, Freunde, das ist das Allerwichtigste. Leute, das ist auch kein gutes Leben. Ein gutes Leben besteht immer darin, eine Balance am Start zu haben zwischen den verschiedenen Lebensbereichen. Und klar, es wird natürlich immer Unterschiede geben. Es wird immer einen Bereich geben, so da geht es richtig ab, einen Bereich, da geht es so ein bisschen weniger ab. Aber wichtig ist, dass man alle auf einem gewissen Level hat. Weil wenn man das nicht am Start hat, dann, ja, dann nützt das alles gar nicht mal so viel. Inspiriert zum Thema des heutigen Videos wurde ich auch unter anderem vom Video, das ich vorgestern, glaube ich, kurz vorgestellt habe, Lewis House Podcast School of Greatness. Da hat er Matthew Hussey interviewt und auch hier heute nochmal der Hinweis, so alle Links, die ich erzähle und so weiter, sind unter Videobeschreibung, ohne dass ich jedes Mal wieder das sage. Wisst ihr Bescheid, klickt da einfach unten rein, könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr euch das Zeug nochmal reinziehen, wenn ihr wollt. Und ja, Matthew hat nämlich gesagt, der Spruch wird nicht von ihm gekommen sein, aber er hat ihn nochmal angebracht. Du bist immer nur so stark wie dein schwächstes Glied. Jede Kette ist immer nur so stark wie das schwächste Glied, weil wenn es an dem schwächsten Glied reißt, die Kette kaputt. Deswegen ist es halt super wichtig, dass alle Glieder sozusagen stark sind und robust sind und widerstandsfähig sind. Und das kann man auch super wunderbar auf unser Leben übertragen. Denn wie gesagt, wenn ihr einen Bereich in eurem Leben am Start habt, wo es einfach, da läuft es überhaupt gar nicht, dann zieht das die anderen Bereiche runter. Ihr könnt das geilste Business haben und ihr könnt die tollsten Freunde haben, aber wenn ihr euren Körper, eure Gesundheit vernachlässigt, dann wird das immer die anderen, auf die anderen Bereiche ausstrahlen und euch immer wieder runterziehen. Deswegen arbeitet wirklich an allen Dingen gleich stark und das ist wirklich super wichtig. Und ein weiterer Punkt, der dafür spricht, mehrere Bereiche am Start zu haben, ist ganz klar, je mehr verschiedene Facetten ihr habt und je mehr verschiedene Interessen ihr habt, desto interessanter seid ihr auch als Persönlichkeit. Und das ist nämlich spannend, wenn ihr einen YouTube-Kanal macht oder wenn ihr einen Blog aufbaut,
dann, und das, der gängige Ratschlag, den man immer wieder so hört, ist ja, fokussiert euch, stellt euch spitz auf, sucht euch eine Nische, sucht euch ein Thema und stellt euch da ganz, 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 ganz spitz auf und sagt zum Beispiel nicht, ich spreche jetzt nicht über Rohkosternährung, sondern ich spreche jetzt nur über Rohkosternährung für Rentner oder irgendwie sowas. Dann habt ihr so dieses ganz, ganz kleine Thema. Und ich bin aber der Meinung, und das merke ich auch in diesen Videos immer und das merke ich auch, wenn ich Feedback von euch bekomme, wenn ihr eine breit gefächerte Persönlichkeit am Start und auch mal verschiedene andere Themen einstreut, dann macht euch das eigentlich sogar noch viel interessanter, weil die Leute sehen so, Mensch, der interessiert sich nicht nur für Ernährung, der ist auch hier. Macht auch hier ab und an mal ein Video zum Thema Yoga und macht auch ab und an mal ein Video zum Thema Reisen und so. Klar, es ist super wichtig, nicht den Fokus zu verlieren und dann am Ende hier, Stichwort eierlegende Wollmilchsau, über jedes Thema, was irgendwie auf den Tisch kommt, einmal zu sprechen. Das ist auch meiner Meinung nach nicht so eine gute Strategie, aber es ist schon wichtig, wirklich seine Persönlichkeit mit reinzubringen und auch seine gefächerte Persönlichkeit. Und auch, das ist, glaube ich, auch das Ding, warum auch das, was ich jetzt aktuell gerade mache, ganz gut ankommt und warum ihr die Tomaten schon feiert, weil ihr seht, hey, es geht nicht nur darum, ein erfolgreiches Business aufzubauen, es geht auch darum, gesunde Ernährung am Start zu haben. Ihr seht, wie ich immer die Smoothies trinke. Und ich habe in letzter Zeit viel Feedback bekommen von Leuten, die auf der einen Seite wegen dem Business-Aspekt hergekommen sind und die Videos schauen, weil sie lernen wollen, wie sie digitaler Nomade werden können und wie sie auch ein erfolgreiches Business aufbauen können. Und dann aber jetzt hintenrum inspiriert werden, dadurch, dass ich immer mich gesund ernähre und immer meine Gemüseplatten esse und immer meine Smoothies esse. Die haben eigentlich gar nichts mit veganer Ernährung am Hut, aber haben jetzt gesagt, oh, ich will das auch ausprobieren, ich habe mir jetzt mal einen Mixer geholt, werde jetzt morgens meine Smoothies machen. Und das ist voll schön, weil so bringt wieder sozusagen jede Facette, die ich am Start habe, bringt auch dann wieder den Mehrwert und sorgt dann dafür, dass das Ganze interessant ist. Und der Reisenpart ist natürlich auch noch dabei und ich treffe mich mit vielen spannenden Leuten. Und so ist das, glaube ich, ein buntes Rundum-Paket, was dafür sorgt, dass es halt einfach, spannend ist und ich nicht nur jetzt mich den ganzen Tag vor mein Whiteboard stelle und euch irgendwelche Business-Theorien vorpredige. Ich glaube, das wäre recht langweilig. Also, was ich damit sagen will, du wirst halt einfach, wenn du dich nur auf einen ganz bestimmten Teil spezialisierst und fokussierst, dann bist du halt einfach total austauschbar. Dann kann halt einfach der Nächste daherkommen, der die Business-Theorien ein bisschen besser verständlich machen kann und ersetzt dich. Dann bist du halt einfach irgendwie gewöhnlich, ne? Und ich bin der Meinung, es ist recht schwierig, das, was ich mache, jetzt zu ersetzen, weil es halt ziemlich wenig Leute gibt, die diese ganzen verschiedenen Facetten am Start haben, die mich interessieren und die ich halt in den Videos rüberbringe. Und das ist, glaube ich, auch das, was so ein bisschen den Erfolg ausmacht und was ihr euch vielleicht so ein bisschen abschauen könnt, dass ihr halt einfach schaut, okay, was sind die Bereiche in meinem Leben, die mich wirklich interessieren und die dann halt auch wirklich in dem, was ihr macht, zum Ausdruck bringen, weil dann denken sich die Leute so, Mensch, das ist aber irgendwie, das ist aber außergewöhnlich, dass derjenige sich für gesund eine Ernährung und gleichzeitig auch noch irgendwie für Häuser bauen und gleich noch für Kräuter züchten und was weiß ich alles interessiert. So einen Menschen habe ich noch nie getroffen. Und wenn Leute nämlich das sagen, dann wisst ihr, ihr seid auf einem ziemlich, ziemlich richtigen Weg, weil ihr dann halt, dann seid ihr nicht ersetzbar. Dann seid ihr halt einfach eine besondere Persönlichkeit, die halt einfach, wenn die Leute, die euch verfolgen, die bekommen das, was ihr liefert, nur bei euch. Und wenn die nur bei euch das bekommen, dann kommen die halt einfach wieder, weil sie das spannend finden, weil sie das interessant finden und weil das halt einfach nicht gewöhnlich ist. Ja, in diesem Sinne, Leute, konzentriert euch darauf, dass ihr eure ganzen Bereiche eures Lebens wirklich, wirklich weiterentwickelt, ihr euch nicht nur auf eins fokussiert. Klar, bei mir ist es auch, es ist immer ein so ein Zugpferd und so, da ist man am meisten am Start, aber auch wirklich dann zu gucken, dass man dann auch wirklich ab und an nochmal ins Fitnessstudio geht und ein bisschen trainiert und ein bisschen an der Ernährung feilt und darauf achtet, dass man sich mit tollen Leuten umgibt und darauf achtet, dass man in sein Business Gas gibt und alle, wirklich alle Bereiche. Und ihr habt natürlich wahrscheinlich noch ganz viele andere Bereiche. Der eine sagt sich noch so, hier, keine Ahnung, ich habe ein Pferd und das ist mir super, super wichtig. Und der Nächste sagt so, ich habe eine Briefmarkensammlung und da gebe ich auch Gas und so. Das ist ja völlig in Ordnung. Es ist wichtig, dass ihr die Bereiche, die für euch wichtig sind, die für euch wirklich wichtig sind, dass ihr euch da weiterentwickelt. So, genug gelabert. Jetzt wird erstmal Frühstück gepflückt. Zack, Spinat, wie gestern. Ich feiere das ja so, dass es hier so viele leckere Dinge gibt, die man sich einfach so anzwacken kann. Und all diese gesammelten Leckereien kommen jetzt gemeinsam mit dem restlichen Spinat. Ich wollte jetzt nicht unbedingt Sophias kompletten Garten killen für meinen grünen Smoothie. Habe ich auch noch normalen Spinat. Gefrorenen Himbeeren, Bananen, Äpfeln,
ein Stückchen Ingwer und obendrauf machen wir noch ein bisschen Datteln und obendrauf machen wir noch ein bisschen, wo sind die Schätze? Hier sind sie. Oh, selbstgetrocknete Erdbeeren. Mega. Das kommt jetzt alles da rein und dann kommt das alles da rein. Endlich gibt es jetzt was zu essen. Der Magen hängt mir in den Kniekehlen. Smoothie Bowl ist fertig. Ihr habt es gesehen. Spinat, Mangold von der Terrasse. Banane, Apfel, Ingwer. Bananenstückchen, Apfelstückchen. Da Erdbeerlis. Und Medjool-Datteln obendrauf. Nebenbei ist natürlich wieder YouTube-Video-Zeit. Klare Sache. Ich gucke mir an den nächsten Tag von Dennis Challenge. Richtig nice. Wenn ihr es nicht verfolgt, unbedingt. Dennis macht jetzt 30 Tage lang jeden Tag ein Video-Challenge, wie er sportlich durchstartet. Richtig cool. Guckt auf jeden Fall mal vorbei. Und dann mache ich noch so ein bisschen, wie sagt man, Recherche. Ich bin nämlich gerade dabei, mir die ganzen YouTube-Kanäle mal anzugucken, die in den ganzen Millionenbereichen Abonnenten unterwegs sind im deutschsprachigen Bereich. Und klar, die sind natürlich alle mit viel krasseren Mainstream-Themen unterwegs als wir. Größtenteils irgendwie um Gaming und um Schminken und um einfach nur irgendwie Vlogging und so weiter. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du kannst dir halt immer von Menschen, die irgendetwas Krasses erreicht haben, kannst du dir halt immer Dinge abgucken. Du kannst natürlich nicht alles für dich übernehmen, aber so einzelne Dinge kann man dann sich trotzdem immer ganz gut mal abgucken und mal ausprobieren. Und deswegen bin ich immer ein riesiger Fan davon, einfach auch von Menschen zu lernen, wo ich denken würde, so, okay, das ist jetzt nicht unbedingt das Gleiche, was ich mache. Wie zum Beispiel hier die liebe, wie heißt sie, Bibis Beauty Place, einfach mal mit 2 Millionen Abonnenten am Start. Und sie hat gerade jetzt vor ein paar Tagen ein Video gemacht, wie, als 2 Millionen Abonnenten-Special. Und auch wenn das natürlich jetzt was ganz anderes ist, als was ich mache und das auch nicht unbedingt die Art von Videos ist, die ich jetzt täglich konsumieren würde, finde ich trotzdem, es ist ziemlich geil, sich von Leuten, die einfach sowas Krasses aufgebaut haben, so ein paar Dinge abzugucken. Und da werde ich jetzt mal gucken, was dazu geführt hat, dass sie lieber einfach so, ja, so durch die Decke gegangen ist. So, Smoothie Hype Leben. Recherche beendet. Voll cool. Ich bin jetzt auch noch durch die ganzen englischsprachigen Channels durchgegangen. Irgendwie Zoella und Thatcher Joe und Pointless Blog und wie sie alle heißen. Und ja, es ist das erste Mal, dass ich mir Videos von denen angeguckt habe, voll verrückt. Das sind Leute, die haben irgendwie 18 Milliarden Abonnenten. Ich fand es aber super, super interessant, was nämlich alle gemeinsam haben, und ich glaube, darüber werde ich in Zukunft nochmal ein extra Video machen, ist, sie sind einfach 100% sie selbst. Das ist einfach krass. Du guckst ein Video von denen und ich habe jetzt teilweise das erste Video von denen geguckt und denkst so, also als ob der so neben einem sitzt, so ganz, ganz gechillt, ganz lässig, einfach so, wie die Leute halt so sind. Und das ist halt der Schlüssel. Viele Leute, die anfangen mit YouTube, denken sich einfach so, oh, wie soll ich rüberkommen, wie soll ich mich positionieren, wie soll ich wirken und so. Und das ist aber völliger Quark. Ihr müsst einfach so sein, wie ihr seid. Denn das größte Kompliment, was man jemandem machen kann, der irgendetwas in dieser Welt hier draußen macht, ist, Mensch, wenn man dich in den Videos sieht und wenn man dich in echt sieht, du bist ja genauso. Und das ist das, wo ich mir denke, so, krass, dann habe ich es geschafft. Wenn Leute zu mir sagen und wenn sie mich in echt treffen, so, du bist ja genau wie in deinen Videos, dann weiß ich, ich habe einiges richtig gemacht und das sollte wirklich das Ziel sein. Und sich nicht irgendwie zu verstellen oder versuchen, irgendwie eine Maske zu tragen oder so. Das haben wirklich alle gemeinsam, alle, die erfolgreich sind, sind einfach wirklich sie selbst. Und die ganzen die Themen, worüber sie Videos machen und irgendwelche Boyfriend-Tags und bla bla bla, das würde ich jetzt einfach mal außen vor lassen, weil das würde ich mir jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt abschauen, den inhaltlichen Part, aber wie sie an die Videos rangehen und mit welcher Einstellung und so, das ist halt einfach wirklich, wirklich geil. Und was ich auf jeden Fall noch sagen will, sie behandeln halt ihre YouTube-Zuschauer so wie gute Freunde. Sie verheimlichen nicht, sie erzählen einfach Dinge. Ich habe gerade ein Video geguckt von einer YouTuberin, die heißt Ingrid Nielsen, die hat auch irgendwie 3,5 Millionen Abonnenten, glaube ich, und die hat vor ein paar Tagen ein Video gemacht, dass sie nicht auf Jungs steht, sondern auf Mädchen. Und dieses Video hat halt einfach mal irgendwie 6 Millionen Aufrufe und ihre normalen Videos irgendwie 300.000 oder so. Und ich habe mir gerade, ich habe mir das komplette Video reingezogen, aber den Anfang habe ich davon geguckt und ich muss sagen, krass, sie, auch man merkt halt, dass ihr das schon schwer gefallen ist, das jetzt so zu sagen, aber letztendlich hat man halt auch gemerkt, wie sie super befreit hat. Und wie sie einfach im Laufe des Videos immer mehr aufgetaut ist und es für sie eine totale Erleichterung war, das mit der Welt zu teilen.
Und wenn ich mir das Feedback angucke, was sie darauf bekommen, das sind auch super positiv. Viele Leute haben Angst, irgendwelche solche super privaten Dinge mit der Welt zu teilen. Aber letztendlich, wenn man sich verletzbar macht und wenn man sozusagen das jetzt rausschickt, dann ist das Feedback immer gut. Weil wenn du quasi deine Persönlichkeit zeigst, dann denken sich Leute so, wow, krass, das ist aber mutig, Mensch, dass sie das gemacht hat, so dass sie dieses Video online gestellt hat. Da gehört ganz schön was dazu. Und deswegen, Leute, habt keine Angst irgendwie, dass blöde Reaktionen kommen, wenn ihr was von euch preisgebt. Es ist immer das Gegenteil der Fall. Ich habe es ja gestern schon ganz kurz, ganz kurz versprochen, dass ich euch so ein bisschen einen kleinen Einblick geben will, wie das in nächster Zeit weitergeht und wo ich so sein werde und was auf dem Plan steht. Denn ich habe nämlich gestern und vorgestern intensive Planungssession eingelegt, was alles so demnächst ansteht. Und ja, ihr Lieben, der restliche Sommer, oder beziehungsweise eigentlich hat er noch gar nicht so richtig angefangen, zumindest bei mir, wird sowas von episch auf jeden Fall. Jetzt haben wir Donnerstag, wenn ihr das Video schaut, ist schon Freitag. Wenn ihr das Video schaut, bin ich nämlich schon wieder in Berlin. Morgen geht's wieder ab nach Berlin. Dann werde ich dort für eine Woche sein. Sonntag ist Picknick, organisiert von Melina. Wer am Sonntag in Berlin ist oder in der Umgebung ist und Bock hat, vorbeizukommen, wäre richtig geil. Schreibt mir mal unten einen Kommentar rein. Kommt ihr zum Picknick? Dann weiß ich schon mal, wer von der Tomatengang so alles dabei ist. Und für die, die es jetzt zum ersten Mal hören, unten in der Beschreibung ist ebenfalls der Link zur Gruppe. Da könnt ihr einfach Mitglied sein und dann einfach vorbeikommen. Das wird auf jeden Fall ziemlich cool. Dann werde ich noch ein paar Tage weiter in Berlin sein und da anfangen mit der Planung für, das habe ich auch noch nicht angekündigt, krass, heute ist auf jeden Fall das Video der Neuigkeiten. Ich habe ja, nachdem unser letzter Launch vom Social Media Kurs nicht so ganz so übergeil war, habe ich dann angefangen zu überlegen, okay, wie soll es in Zukunft weitergehen, was will ich machen, was will ich eventuell auch für Produkte am Start haben. Und da war ja mein erster Favorit, ich habe es ja auch schon angekündigt, so eine Art Membership-Site zu bauen. Und wo man monatliche Mitgliedsgebühr bezahlt und dann jeden Monat gibt es quasi wieder neuen Input zu einem Thema. Den einen Monat geht es um Facebook-Marketing, den nächsten Monat geht es um Webinare, den nächsten Monat um E-Book-Schreiben, den nächsten Monat um Instagram, den nächsten Monat um Fotografie, um was weiß ich. So habe ich mir das gedacht und jetzt merke ich aber gerade, dass ich eigentlich gerade mehr Lust auf was anderes habe und die Membership-Seite erstmal so ein bisschen wegschiebe. Mal gucken, wie das auf jeden Fall wird, ob das ein andermal realisiert wird. Aber als erstes will ich einen Videokurs bauen, nur zum Thema YouTube. Denn ihr merkt das in den Videos, das Thema YouTube ist einfach das Medium, was für mich wirklich die Nummer 1 ist. Wenn ich mich auf eins konzentrieren müsste, wenn ich alles andere wegschieben müsste, dann würde ich nur YouTube machen und die restlichen Dinge alle sein lassen, weil das macht mir einfach am meisten Spaß. Das ist das, wo ich mich am meisten mit verbunden fühle. Das passt, glaube ich, ganz gut zu den Skills, die ich mitbringe. Deswegen ist dieses Medium für mich einfach das Geilste. Und das möchte ich gerne mit euch noch intensiver teilen als jetzt hier in der Tomatenshow, wo ich alle paar Tage ja schon mal so ein Video zum Thema YouTube mache. Aber ich möchte da für alle Leute, die jetzt auch Bock haben, einen YouTube-Kanal aufzubauen, will ich dann noch mehr Input. Ich will alles, was ich sozusagen weiß und was ich im Laufe der Zeit gelernt habe durch die zwei Kanäle, die ich aufgebaut habe, will ich an eine Quelle packen, damit jemand, der jetzt neu startet, wirklich direkt vom Start weg alle Dinge oder viele Dinge richtig machen kann und dann direkt den Turbo zünden kann. Und deswegen werde ich einen Videokurs bauen, der sich nur mit dem Thema YouTube beschäftigt, ganz nach dem Motto, wie schaffe ich es, einen coolen und erfolgreichen und spaßbringenden und mehrwertliefernden YouTube-Kanal aufzubauen. Da werde ich dann nächste Woche in Berlin anfangen mit der Planung, mit dem Dreh allerdings noch nicht, weil für den Dreh brauche ich natürlich eine geile Wohnung. Und nächste Woche habe ich mir zwar auch was über Airbnb gemietet für eine Woche, aber die ist jetzt nicht der Oberhammer fürs Video, deswegen werde ich das ein bisschen später angehen. Aber genau, nächste Woche, eine Woche in Berlin, dann bin ich übers Wochenende in Köln, da ist ebenfalls ein Picknick organisiert von der Limina. Das wird auch ziemlich, ziemlich cool. Ebenfalls unten in der Videobeschreibung der Link dazu, wenn ihr in Köln vorbeikommen wollt oder wenn ihr in der Umgebung seid. Das wird episch. Da haben jetzt schon, glaube ich, bei Facebook über 100 Leute zugesagt. Das wird ein riesiges Ding. So, da werde ich 2 Tage in Köln sein. Dann geht es weiter nach Amsterdam. Das habe ich vorgestern mit Sophia geplant. Dann werden wir 3 Tage zusammen nach Amsterdam und werden dort ein bisschen die Gegend unsicher machen. Ich war nämlich noch nie da. Sophia war schon ein paar Mal da und meinte, war richtig schön. Und da freue ich mich drauf. Dann machen wir ein bisschen Urlaub zu zweit dort, das wird übelst cool. Und anschließend geht es hier zurück, wieder hier nach Bremen für 2 Tage. Und dann geht es wieder nach Berlin. Und dann werde ich auch eine ganze Weile wahrscheinlich erstmal in Berlin bleiben. Ich spiele gerade mit dem Gedanken, mir dann erstmal für einen Monat ein Airbnb zu holen, um erstmal so ein bisschen eine Homebase zu haben. Und weil ich gerade merke, so Berlin, da habe ich super viel Lust drauf. Berlin ist langsam wieder meine Heimat. So eine Zeit lang hatte ich da so ein bisschen den Kontakt verloren. Aber jetzt freue ich mich wieder auf Berlin und da sind die ganz coolen Leute. Und im Sommer in Berlin ist es ja auch ziemlich, ziemlich nice. Und
Deswegen werde ich wahrscheinlich dann ein Weilchen in Berlin bleiben und werde da einige Dinge organisieren und veranstalten. Und unter anderem, wie gerade schon angekündigt, werde ich dort nämlich dann den YouTube-Kurs drehen. Weil für die Zeit will ich mir jetzt, bin ich gerade dabei, mir eine Wohnung zu suchen, die halt richtig, richtig nice ist, wo ich dann einen schönen Kurs drehen kann. Und dann werde ich innerhalb von 1-2 Wochen das Ding durchballern. Und dann ist eigentlich so der Plan, Ende Juli, also ungefähr so in einem Monat, den Kurs zu launchen. Und ja, das wird auf jeden Fall super ambitioniert. Mal gucken, ob das so realistisch ist, aber eigentlich gibt es keine Alternative. Denn, wisst ihr was, ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn ich mich jetzt mal selbst so richtig schön unter Druck setze. Denn ich kündige jetzt einfach mal an, dass am Sonntag, den 19. Juli, also in 4,5 Wochen, der Kurs launcht. Ich sage das jetzt einfach mal so. Wenn nicht, dann könnt ihr mich auf jeden Fall dafür accountable halten, dass ich das nicht geschafft habe. Aber ich werde das schaffen, da bin ich mir sicher, denn dieses Wochenende ist eigentlich der einzige mögliche Termin. Das nächste Wochenende ist nämlich schon die 100. Tomatenshow. Habe ich ja auch schon kurz angekündigt, da werde ich noch mir was Genaues zu überlegen, da werden wir irgendwas Besonderes machen auf jeden Fall in Berlin, da würde ich so ein kleines Live-Event machen, mal gucken, wie das so wird, aber das wird cool, also könnt ihr euch schon mal vormerken, 25. Juli, wer Bock da hat, nach Berlin zu kommen über dieses Wochenende, das wird sich lohnen, da wird es die 100. Tomatenshow und ein kleines besonderes Special-Event geben, deswegen fällt dieses Wochenende für den Launch auch aus und das Wochenende danach ist schon die DNX Global. DNX war ich ja Anfang Mai, gibt es auch ein Video zu, ist ebenfalls unten drin, könnt ihr euch gerne nochmal angucken, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. DNX ist die digitale Nomadenkonferenz, die von Markus und Feli organisiert wird und die sind jetzt dabei, das erste Mal das Ding auch auf englischsprachig quasi global zu veranstalten und die ganzen Speaker, die da kommen, sind die digitalen Nomaden aus der ganzen Welt, die schon noch viel krassere Dinge aufgebaut haben, als wir hier in Deutschland und deswegen freue ich mich darauf besonders. Das wird super cool. Das ist am 31. Juli und 1. August. Oh, jetzt wird mir langsam mein Arm schwer, aber es ist gutes Training auf jeden Fall. 31. Juli, 1. August. Packe ich euch auch unten rein den Link. Ist ebenfalls in Berlin. Wer Bock hat, da hinzukommen, das wird episch auf jeden Fall. Das wird richtig, richtig, richtig gut. Das wird bestimmt die bisherigen DNX nochmal toppen. Genau. Und dann sind es nur noch 2 Wochen Zeit. In dieser Zeit bin ich gerade auch noch am Plan von einem kleinen Trip, aber da sind wir gerade noch dabei. Und danach geht es nämlich schon Mitte August, geht es nämlich nach Bali. Ich weiß nicht, ob ich es kurz schon mal angekündigt habe. Das ist so cool, da freue ich mich drauf. Meine Großeltern haben nämlich dieses Jahr goldene Hochzeit und da meinte mein Vater, so, wollen wir ihnen doch mal eine Reise schenken. Dann haben sie mich gefragt, ob ich mitkommen will. Und da meine ich so, ja klar, mit der Intention, dass es wahrscheinlich irgendwie nach Spanien oder nach Italien oder irgendwie sowas gehen wird. Und letztendlich ist jetzt die Entscheidung auf Bali getroffen. Und das wird so cool. Nach Bali will ich ja schon seit Ewigkeiten mal. Und genau, da sind wir 3 Wochen unterwegs. Fliegen erstmal nach Singapur, werden dort 2 Tage sein. Dann weiter nach Bali und dann auf dem Rückweg nochmal Kuala Lumpur für 2 Tage. Und Gott, das wird... Oh. Das wird bestimmt das Highlight des Jahres. Das wird so krass. Und wisst ihr, was das Beste ist? Natürlich wird es von dort eine Tomatenshow geben. Hammer, Hammer, Hammer. Das wird dann die erste Tomatenshow, die nicht in Europa ist. Gott, das wird krass. Das wird krass. In Asien war ich ja bisher, außer auf dem Bangkok-Flughafen, als ich nach Australien geflogen bin, noch gar nicht so wirklich eigentlich. Deswegen, da... Oh ja, das wird geil. Und ja, das ist so ein bisschen der Plan für die nächsten Monate. Wisst ihr schon mal so ein bisschen Bescheid, worauf ich einstellen kann? Also die Videos werden auf jeden Fall geil. Das kann ich schon mal sagen. Ich werde viel rumkommen. Ihr werdet viel, viel sehen, viel, viel miterleben. Es warten viele coole Events, dann der YouTube-Kurs. Und ja, Leute, ich freue mich sowas von auf die Zukunft. Das wird dem Ganzen nochmal auf jeden Fall nochmal so aufs nächste Level heben. Und das wird nochmal richtig, richtig fett. Ja, wisst ihr schon mal so Bescheid und habt schon mal einen kleinen Einblick. Yay, Snacktime! Es gibt ein leckeres Kokoswasser. Wenn ihr das nicht kennt, das ist das coolste Kokoswasser. Abgesehen natürlich von der frischen Kokosnuss, das es gibt. Das hat so coole Stückchen. Einfach, richtig. Ich habe ein bisschen Schlagsalze. Ich glaube, das ist richtig. Oh, super. Danke schön. Was habt ihr? Erdnuss-Schokotorte? Achso, willkommen übrigens, ne? Voll gut. Das sieht ja nice aus. Oh, voll fluffig. Und ich bekomme aber gleich so einen Brownie. Oh, da ist er schon. Oh, yay! Brownie. Schmeckt wie Snickers? Ja. Sieht auch ziemlich gut aus. Ja. Oh, danke schön.
Das sieht jetzt ein bisschen unspektakulärer aus als eure Torte, aber ich denke mal, es wird mindestens genauso gut schmecken. Ja. Probier mal. Danke. Ach, hier ist über einfach free, ne? Unlimited. Ja, war eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Hier steht nämlich nur so, still die Minute. Ziemlich saftig. Das stand aber gut. Yeah, yeah. Ja, Mann, diese Blogger, ey. Aida. Wir sind zum Film, Aida ist zum Essen. Ja. Nein, nein, nein. Wenn das der Chef wird. Er hat nicht zugehört, zum Glück. Schmeckt gut. Fliegender Wechsel. Komischen YouTuber. Aida denkt sich, oh my goodness. Wo hab ich denn meine Kamera gelassen? Tschüss! So, der Brownie hat nicht gereicht, es musste noch ein Eis her. Und zwar genau das Eis. Seit Ewigkeiten will ich schon dieses Green Smoothie Sorbet mal probieren. Letztens habe ich das wieder bei Juliane gesehen, sie hat es nämlich geholt. Und deswegen dachte ich mir jetzt unbedingt, nehme ich den Tipp mal wahr und probiere es aus. Und es schmeckt sogar ehrlich gesagt ziemlich cool und sogar richtig, richtig süß. Also, man weiß ja nicht ganz genau, wie sich der zusammensetzt, aber ich vermute mal so irgendwie 10% Greens und 90% Obst oder so, schmeckt es auf jeden Fall. Also ist sehr, sehr mild, auch für Leute, die jetzt so sagen, so grüne Smoothies, ist es, glaube ich, gut empfehlenswert. Das ich will die nicht mehr. Was ist das denn? Das sind Peanut Butter Cups, die sind so geil. Reese's Pieces Peanut Butter Cups. Ja. Schmeckt's gut? Ja. Sieht verrückt aus auf jeden Fall. Dankeschön. Tschüss. 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 Ich war gerade eigentlich erst so Kuchen gegessen, aber jetzt gibt's schon Abendessen. Wir haben irgendwie die ganze Zeit Hunger und ey, heute haben wir mal das epischste Buffet aller Zeiten. Richtig gut. Hier ist ein bisschen Gemüse. Das ist Reispapier. Das ist, das läuft fast überkrass. Ja. Karotten, Tomaten, Pesto, Kräuter. Das ist die Füllung für die Reispapierrollen. Mangosoße. Das ist noch Cheese-Soße von gestern. Erdnusssoße. Also, sieht nach einem vorzüglichen Mahl aus. So ihr Lieben, ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. Es war viel. Naja, eigentlich war gar nicht so viel los, aber irgendwie kam es so vor, als wäre voll viel los gewesen. Aber viele Dinge erledigt, viele Dinge geplant vorhin. Mit der Bande getroffen, war sehr schön, gerade ein leckeres Abendessen gehabt. Und ja, jetzt setze ich mich ans Video, werde noch schneiden und dann geht es heute vielleicht mal ein bisschen früher ins Bett. Denn morgen muss ich schon um 10 am Bus sein, dann geht es wieder zurück nach Berlin. Darüber freue ich mich auch. Jetzt werde ich eine Woche in Berlin sein und Sonntag ist Picknick mit Melina und... Es wird geil. Ich habe es euch vorhin erzählt, die nächsten Wochen und Monate werden richtig gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was dann noch so kommt. Danke, dass ihr alle so fleißig dabei seid und in letzter Zeit es immer mehr neue Tomatennomaden werden und ihr immer mehr Kommentare raushaut. Danke an euch alle. Es ist eine wahre Freude. Und ja, jetzt werde ich noch schnell den Timelapse, den ihr gleich seht, filmen. Und dann geht's ans Schneiden und dann geht's auch schon ins Bett. Und ja, haut mir gerne noch einen Kommentar rein. So, habt ihr einen Lebensbereich am Start, wo es so ein bisschen Nachholbedarf gibt, wo ihr ein bisschen Schwierigkeiten habt? Schreibt da einfach mal rein und dann sehen wir uns morgen wieder. Dann aus Berlin. Lasst euch gut gehen, ihr Lieben. Peace. Bevor ich mich jetzt aber letztendlich doch verabschiede, möchte ich ganz gerne euch nochmal dazu aufrufen. Bei den dreien, mit denen ich mich vorhin getroffen habe, Toni und Kuni und Aida, die haben jetzt alle recht neu ihren YouTube-Kanal. Seit ein paar Wochen, beziehungsweise seit, ich weiß gar nicht, ein, zwei Monaten oder so. Und die gehen da gut ab, machen gute Videos, aber haben natürlich noch nicht die fette Ladung an Abonnenten. Deswegen möchte ich euch bitten, unter der Videobeschreibung sind alle drei Links zu allen drei Channels. Geht da bei allen vorbei, lasst da bei allen ein Abo da, um ihnen noch mehr Motivation zu verpassen, um in ihre Richtung weiterzugehen. Denn die machen das alle drei richtig großartig, aber überzeugt euch selbst von und lasst ein Abo da. Ich komme persönlich kontrollieren.